Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC TV zur ersten Handelsstunde. Ich freue mich, dass Sie alle wieder mit einschalten. Ich hoffe, Sie haben eine gute Woche gestartet. Und ich möchte gleich mal mit dem Gold anfangen. Meiner Ansicht nach jetzt hier sehr spannend zusammen, auch mit dem DAX. Der Goldpreis ist ja in 1, 2, 3 tief im Tagesstart ausgebildet. Wenn Sie CMC TV geschaut haben, dann wissen Sie das. Ja, und wenn man sich die Opening Range anschaut, also die Handelsspanne von heute Morgen, heute Nacht, 0 Uhr bis 1 Uhr, die Opening Range definieren durch das Hoch und das Tief zwischen 0 und 1 Uhr, dann haben wir hier ja gesehen, dass wir nach oben ausgebrochen sind. Die Opening Range. Breakout nach oben, auch bestätigter Ausbruch, Signalkerze, Schlusskurs drüber und dann nochmal ein Rücksetzer. Ja, und seither sind wir unterwegs mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Insofern hier eine Rallye beim Gold. Wir haben die Sorge um Saudi-Arabien, das hatte ich ja alles schon die Hintergründe beleuchtet heute Morgen. Es geht jetzt im Tageschart beim Gold darum, kann das Gold das Hoch der letzten Woche brechen, ja oder nein? Positiv grundsätzlich ist, dass der Freitag letzte Woche nach dem Ausbruch am Donnerstag, der brachte kaum Kursverluste. Also die da long drin sind, die bleiben da drin sitzen in der Erwartung, dass es weitergeht. Und tatsächlich lassen sich hier Kursziele ableiten, die noch höher sind. Nächstes Ziel 12, 42, 99, 100% Projektion aus dem 1, 2, 3 Tief, das wir hier im August ausgebildet haben beim Gold. Bitte aufpassen auf den Yuan, chinesische Währung, ja, zieht nach oben raus. Wir haben in der letzten Woche ja noch so die Nachricht gehabt, ja, es werden ja Gespräche wieder aufgenommen werden, könnten aufgenommen werden. Jetzt sehen wir aber wieder, der Yuan schwächt sich erneut ab. Da geht es ja darum, 6,95, 87 sich anzuschauen. Das letzte Mal, als wir da in dem Bereich waren, das war eben im August, tja, da hatten wir die Situation, dass wir es zu tun hatten mit einer dynamischen oder Angst, dass der Yuan dynamisch abwertet. Und damit ist verknüpft die Angst, dass es eine harte Landung in der chinesischen Volkswirtschaft gibt. Und das war dann direkt auch DAX-relevant. Also darauf achten, wenn der Dollar zum Yuan hier diese Kurve weiter steigt, wäre das bärisch zu werten für den DAX. Der für sich betrachtet hat ein höheres Hoch oder immer noch die Möglichkeit, ein höheres Hoch auszubilden. Weil dieses Hoch, hier das heutige Tageshoch, ist höher als das vom Freitag und das vom Freitag ist höher als das vom Donnerstag. Das sieht jetzt nach etwas aus, was so ein bisschen wie so eine Lappalie wäre, aber ist es nicht unbedingt, weil wenn der Markt jedes Mal an jedem Tag auf einem höheren Niveau Käufer findet und auch das heute behaupten kann, dann wäre grundsätzlich mal bei dem nächsten Versuch, wenn es dann darum geht, das Jahrestief, das bisherige, nach oben wieder zu überschreiten, wären die Käufer da in einer besseren Situation, da wir da höhere Tiefs dann haben. Als Argument für die Käufer. Bisher kein bestätigter Ausbruch über die vorbörsliche Spanne 488,05. Da muss ein Schlusskurs drüber kommen. Vielleicht kommt er jetzt, da hätte man ein Signal für einen Trendtag aufwärts. Das Signal ist da.
6,95 dann übergeordnet der zentrale Widerstand des heutigen Tages. Auf dem Weg dorthin, das Mittwochstief. ,62296 ein Widerstand. Für den Moment hier im Bereich vom oder über dem Freitagstief hatten wir hier bereits ein 1, 2, 3 Tief und sind ausgehend davon ja in einem markttechnischen intakten Aufwärtstrend. Bedeutet, über 4,62 ist der Aufwärtstrend intakt. Xetra nach wie vor Handelsstörungen. Kann man sich anschauen auf xetra.com. Da heißt es, Eröffnung des Börsenhandels im Xetra-Markt wird heute verzögert. Der Handel wird heute nicht zu den gewohnten Zeiten beginnen. Wir werden über den weiteren Ablauf des heutigen Handelstages zeitnah informieren. Interessiert den Future erstmal nicht. Der gibt uns ein Signal für einen Trendtag aufwärts und da geht es auch hin, es geht aufwärts. Widerstand im US-Dollar-Yuan hier bei 6,93. Auch im US-30 in 1, 2, 3 Tief, über 187,64 ist das intakt. Er ist aber gerade dran gescheitert, höhere Hochs auszubilden. Das bitte im Blick behalten. Und damit schönen guten Morgen an alle. Mario Bichler, Marianne, Hartmut, Peter A., Daniel Ries, Erkan, Jürgen Dittmann, an Herbert, an EW, Harry X., Heinz Erhardt, Trader Boss, Jens Huwe,
Schönen guten Morgen an euch alle. Philipp Kurz, schön, dass du wieder mit dabei bist. IB, Winfried Risse, an den Jürgen, Raphael. Schönen guten Morgen an euch alle. Der Mika und Rupo. Schönen guten Morgen. Christian Breues, hallo. Konrad Lindner, schönen guten Morgen. An Agni auch, herzlich willkommen. Daniel Ries, Markus Fireblade, ein neuer Name an Bord. Schönen guten Morgen. Dieter an LA, herzlich willkommen. Stefan M. Hi, Servus, Trebor, guten Morgen. Jo, plätschert so vor sich hin nach oben. Gold auch in Richtung 12, 26, 42 unterwegs. Aufpassen, unten rechts. Tja, wo kriegen wir unsere Kurse her? Wir taxen während der normalen, regulären Handelszeiten unseren Germany 30 Cash nach dem FDAX. Der wird an der Eurex gehandelt, das ist der Future auf den DAX. Ich habe heute mit dem verspäteten Xetra-Eröffnung ein Problem, wenn ich zum Beispiel Opening Ranges bei Aktien handle im DAX und ich habe erstmal eine Opening Range normalerweise von 9 bis 9.30 Uhr und jetzt ist 9.13 Uhr, also schon fast eine Viertelstunde rum und ich hatte eigentlich keinen liquiden Handel in den ersten 15 Minuten. Also sage ich mir, okay, an dem Tag muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ich überhaupt was mache. Und die Opening Range muss ich auch irgendwie anders definieren. Muss man also das eher zweimal anschauen. Weil natürlich, wenn mir erstmal liquider Umsatz fehlt, zur Definition dieser ersten halben Stunde an Handel, einfach weil die liquiden Aktien nicht gehandelt werden können, weil es einfach eine technische Störung gibt, dann ist das eine Sondersituation an dem Tag. Bedeutet natürlich auch, dass der ganze DAX dann innerhalb der Zeit, wo eigentlich das Xetra-Volumen da schon da sein sollte und nicht da ist, natürlich die Bewegung dann auch erstmal kritisch zu betrachten. Es ist einfach so. Ja. Also ich sollte an so einem Tag nicht so tun, als gäbe es diese Handelsstörung nicht. Es ist immer das Wichtigste, wenn man tradet, macht man das, sollte man das machen mit einem langfristigen Ansatz. Das heißt, ich muss als erstes mal lernen, als Trader mein Geld zu schützen. Also wenn ich verliere, möglichst wenig zu verlieren. Ja. Wie man das dann umsetzt, wenn man tradet, muss man selbst wissen, geringere Positionsgrößen, Stops schnell nachziehen, all diese Dinge, die einem Ziel dienen. Und das ist die Munition, die man hat, und das ist das Handelskonto zu schützen, um jeden Preis. Immer. Erste Prämisse. Schützen vom Geld. Und das ist das Ziel auch im Trading. Ich hatte es heute Morgen auch schon gesagt bei CMC Espresso. Wir müssen nach Handelschancen suchen, die mir ermöglichen, meine Positionsgröße zu maximieren und mein Risiko zu minimieren. Heinz Erhardt schreibt, Handelsvolumen kann ich bei CMC noch nicht einsehen, oder? Das gibt es nicht, das ist richtig. Wenn man Volumen-Trading machen möchte, schließt es ja den CFD als Vehikel, als Trading-Vehikel nicht aus. Man kann ja auch mit einer separaten Chart-Software sich anschauen, wie ist das Volumen im FDAX, wie ist das Volumen bei Einzelaktien und kann trotzdem den CFD traden. Der sein eigenes Eigenschaftenprofil hat. Ja, ich habe die Nachschusspflicht nicht wie beim Future. Ich kann Aktien leer verkaufen.
ohne größere Hürden, was beim physischen Aktienleerverkauf eher ein Problem ist. Aber ich handle beim CFD immer den Kurs vom CFD-Broker. Also in dem Fall hier von CMC Markets und nicht den FDAX an der Eurex oder die Aktie über Xetra. Was einen großen Vorteil wiederum bringt, dass ich die Mittelsmänner dazwischen ausschalten kann. Ich muss also nicht eine Cottage zahlen, ich habe nicht eine Softwaregebühr, ich habe keine Gebühren für Echtzeitkurse, ich muss nicht eine Order routen, ich brauche nicht ein Depot. Ich habe in vielen Instrumenten keine Kommission und das muss man natürlich alles gegenrechnen zu anderen Instrumenten. So, der Goldpreis bricht aus. Auf ein neues Mehrwochenhoch. Es ist ein Mehrwochenhoch und gleichzeitig eben das Hoch der letzten Woche wird überschritten. Man sieht, da geht auch direkt in der Käufe rein. Philipp Kurz, das sind Begriffe heute, Munition ausschalten etc. Ja. Ich versuche mich zu zügeln. Ich weiß nicht, ich habe bei Gottman Trader, habe ich ja davor, ich bin einer der Mitbegründer von Gottman Trader von der Börse Go, mal einen Artikel geschrieben, da ging es dann wirklich um solche Metaphern, dass die Börse doch wie Krieg ist und wie die Schlacht und dass man dann ins Gefecht zieht und was weiß ich. Ja. Ich finde, es ist so. Ja. Es ist ein direkter Wettbewerb und der sehr hart geführt wird auch. Und aber man kann es auch anders formulieren, gebe ich zu. Heinz Erhard erinnert sich sogar an den Artikel. Ja, ich neige manchmal dazu, zu übertreiben. Gut, also Xetra-Handelsstörung haben wir immer noch. Gold bricht aus. Euro-BTPs mal aufpassen, da sind wir jetzt an einem Widerstand 120. 13. Ja, da kam das Verkaufssignal rein, dass die Signalkerze, die erstmals das Tief vom Sommer unterschritt. Konrad Lindner, die Schlacht geht groß gegen klein. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Also man hat als großer Investor, wenn ich ein Hedgefonds bin, der Milliarden bewegt, dann kann ich in kleinen Aktien mal gar nichts machen. Ja, ich bin jemand, ich mag Momentum-Aktien. Ich liebe das. Nur wenn ich da auf einmal Aktien kaufe für 20.000 Euro, dann muss ich da gucken, habe ich die Liquidität dafür überhaupt. Oft ist es, wenn es Momentum ist und das ist so eine starke Nachricht und dann wird die sehr liquide gehandelt. Aber als großer Investor bin ich automatisch werde ich abgeschoben auf die großen Märkte, ja, Indizes, Währungen. Und das ist ein anderes Spielfeld, als das der Aktienmarkt ist. Bei Aktien, oder insgesamt mal anders angefangen, als Trendhändler, brauche ich Volatilität. Da muss irgendwie Saft in dem Markt drin sein. Ja, der Schwung da sein, die Dynamik da sein, da muss Momentum da sein. Wenn das nicht da ist, dann sieht es halt schlecht aus. Es ist wie der Arzt. Ja? Ich habe heute Morgen bei Espresso diese Metapher gebracht mit dem Arzt. Wenn Sie zum Arzt gehen, der wird Sie eben dann untersuchen und wird Ihnen den Puls messen. Der wird vielleicht damit mal anfangen. Und als Trendhändler ist eben nur das interessant, was einen Puls hat. In dem Markt, wo sie dann anfangen zu messen und er hat keinen Puls,
Ja, dann brauchen sie nicht so einen Zombie zu handeln, der von dem nichts zu erwarten ist. Der wird irgendwie rumstehen und nichts machen, weil kein Puls da ist. Und genau so muss man auch im Markt sehen, weil ich brauche am besten einen, wo der Puls bei 150 ist oder so. Ja, das hält ja zwar nicht ewig durch, aber da passiert dann was. Und eine Aktie, wo ich eine Nachricht habe, ein kleines Unternehmen bekommt Auftrag von Apple. Ja, dann wird das an dem Tag halt stark gehandelt. Oder man schaut sich auch größere Aktien an, eine Wirecard. Sehr, sehr viele Einzelanleger haben eben im Vorfeld der DAX-Aufnahme Wirecard gekauft. Und die Aktie ist halt extrem nach oben gegangen. Ist auch ein tolles Unternehmen, ertragsstark und so weiter. Nur ist es dann so, wie es halt oft an der Börse ist, wenn da die Erwartungen zu hoch gelaufen sind, dann gibt es eben diese Gewinnmitnahmen. Dann gibt es Stops und Ausverkäufe. Die Leute bei 200 Euro gekauft haben, halt in der Erwartung, oh cool, Wirecard ist endlich im DAX, jetzt geht es richtig los auf was weiß ich, wo die Kursziele dann dieser Leute lagen. Und wenn dann erstmal eine Volatilität eine Woche ist und nächste Woche geht es dann von 200 auf 150 Euro runter, tja, dann habe ich dort Anleger, die ein Problem haben, die alle zu einer Tür raus wollen. Und wenn ich das erkenne rechtzeitig und mich da schon an die Tür stelle, bevor die kommen, dann kann ich von denen Geld verlangen. Hey, ja, du 50 Euro, du zahlst 100 Euro, du zahlst 200 Euro, du zahlst 1000 Euro, sonst lasse ich dich nicht raus. Ja. Und so Situationen im Vorfeld halt zu erkennen, ist Gold wert, wenn Volatilität entsteht. Und das ist wichtig. Und als großer Investor, deswegen schließe ich mich nicht so ganz an, dass es die Großen gegen die Kleinen sind. Als großer Investor bin ich insofern ein bisschen benachteiligt, weil ich muss den ganz großen Index handeln, ich muss die Währungen handeln. Da habe ich schon auch Volatilität, aber das Schwierige im Index ist, und der DAX ist ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür, der wechselt blitzschnell von jetzt auf gleich von Momentum zu Mean Reversion, also Pendeln. Ja, der hat einen Puls von 180. Und dann geht er auf einen Ruhepuls von 10 runter wieder. Und da kann er auch mal einen ganzen Tag dort bleiben. Wenn man das nicht erkennt und da keine Kriterien hat, um erkennen zu können, wann wechselt er von Trend auf Moment, von Trend auf Nicht-Trend und von Momentum auf Mean Reversion, also von Schwung auf Pendeln, dann wird man auch geneigt sein, in Seitwärtsphasen ja, ständig auf eine Richtung zu handeln, die es nicht gibt. Und das sind halt solche, ich finde es immer noch ein super Begriff, deswegen sage ich dir an der Stelle immer wieder von Peter A. aus dem YouTube-Chat, Schreddermärkte. Also wenn ich in einem Seitwärtsgependel versuche, da eine Richtung zu handeln, es kommt keine, tja, dann muss ich mich ständig in so einer Range neu entscheiden. Da habe ich ein Problem. Das habe ich nicht unbedingt beim Dow und bei den US-Märkten immer noch Momentum. Auch wenn wir da jetzt mal einen Einbruch gesehen haben, aber das Momentum ist immer noch da. So, jetzt aufpassen. 4,93 könnte ein 1, 2, 3 bringen im DAX. Also ein Top. Mögliches Ende der Aufwärtsbewegung erst einmal. Statt Krieg-Metaphern jetzt Türsteh-Metaphern, finde ich auch super. Ich würde es im Gold mal achten auf die 5 Minuten. 12,28, 58, dann Schlusskurs drüber, um einen bestätigten Break zu haben des Vorwochenhochs.
So, jetzt haben wir hier ein 1, 2, 3 hoch ausgebildet. Bedeutet, wenn wir 509,01 überschreiten, dann wäre dieses Top deaktiviert. Alles, was darunter jetzt stattfindet, hält dieses 1, 2, 3 Top aktiv. Euro BTPs steigen, also wir haben leicht sinkende Zinsen in den italienischen Staatsanleihen. Heinz Erhard, das grüne Flackern, ja, das tut mir leid. Wir haben unsere alte Hardware wieder, die repariert ist und das ist eine Riesenkiste, die neben meinem Arbeitsplatz heute Morgen stand. Also werde ich wahrscheinlich, mal gucken, ob ich jetzt die Zeit finde, am Vormittag dieses neue Ding dann wieder aufbauen und anstöpseln und dann sollte das eigentlich auch weg sein. Deswegen gucke ich da jetzt im Detail nicht bei dem jetzigen Gerät, weil das nur ein Leihgerät ist. Also möglicherweise ist das auch was, was dann morgen nicht mehr da sein wird, das Flackern. Rokium fragt, Jochen, wie ist eigentlich deine Berufsbezeichnung und wie sieht dein typischer Berufsalltag aus? Also meine Berufsbezeichnung ist Chefmarktanalyst von CMC Markets Deutschland und Österreich. Der typische Berufsalltag ist, ich fange ziemlich früh an. Ich bin meistens hier zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr und bereite dann eben CMC Espresso für Sie vor und tue das auch nicht ganz uneigennützig, weil ich mich damit natürlich auch selbst vorbereite und das erweitere, was ich dann unter der Woche zumindest am Vorabend auch schon zusammenfasse, mir anschaue. Also gucken, wo passiert was, wo ist Momentum, wo ist Bewegung im Markt. Und wenn ich was Spannendes finde, handle ich das auch selbst. Auf jeden Fall CMC Espresso gibt es immer bis spätestens 8 Uhr. Dann 9 bis 10 Uhr, da befinden wir uns jetzt gerade in der Sendung. Auch börsentäglich bin ich hier live. Die Ansätze, die Sie hier sehen, sind Ansätze, die ich auch im eigenen Trading verwende. Eine Opening Range, markttechnische, strukturelle Veränderungen vom Markt, Momentumansätze, Trendansätze, Intermarket-Analyse, Kerzencharts, die klassischen Dinge eben. Stefan M. für CMC oder eigene Rechnung, also ich handle auf eigene Rechnung. CMC Markets ist ein Execution-Only-Broker. Der größte CFD-Broker nach Zahl der Hauptkonten in Deutschland. Und wir sind ein Execution-Only-Broker. Ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Wir geben also keinerlei Empfehlungen. Jetzt hier Long, jetzt hier Short, jetzt einen Stopp da setzen oder so. Das werden Sie von mir nicht hören. Auch wenn die Fragen immer wieder kommen, oh, wird es jetzt runtergehen, wird es hochgehen, kann ich nicht sagen. Ich mache eine charttechnische Analyse, sage so und so, das ist jetzt passiert. Aber ich kann keine Empfehlung geben, weil wir die Lizenz dafür nicht haben und möchte das auch nicht. Ja, ich möchte nicht, dass CMC TV ein Kanal ist, wo Sie sich einschalten und dann Ihren Kopf ausschalten und es mir überlassen. Das finde ich schade, weil Es ist gut am Anfang, wenn man am Anfang seines Tradings steht oder irgendwann entlang der Laufbahn, auch Leuten zu folgen, was von denen zu lernen, habe ich nicht anders gemacht, mache ich nicht anders. Aber man muss sein eigenes Ding entwickeln. Anders wird das nicht funktionieren.
Und da war es klar, dass Konrad Lindner auch genau den Punkt anspricht. Ist auch nichts Neues, aber ist halt so. Also 7CTV ist für mich ein Kanal, wo man, ja, ein Ausbildungskanal, Coaching-Kanal, wo ich Ihnen das weitergebe, was ich wichtig finde, wo wir miteinander uns austauschen können, die Märkte anschauen können, uns Spezialthemen widmen können. All die Dinge, die man wissen sollte. Ja, das sind die Analysen für Sie als Kunden oder auch nicht Kunden, vielleicht demnächst Kunden. Ist natürlich jeder eingeladen, auch sich CFDs bei Simsi Markets näher anzuschauen. Jederzeit ein Demokonto auch möglich auf simsimarkets.de. Kann man in dem Umfeld, wo es auch im Live-Konto genau das gleiche, im Live-Konto hat man die gleichen Kurse auch im Demokonto. Also wenn man sieht, oh, der Bitcoin, der läuft deutlich hoch, so wie heute Morgen, total irre, von 6,2 auf 7.000 und dann wieder auf 6,4 runter. Ja, mei, wenn man das handeln möchte, wenn nicht, kann man auch einfach den DAX handeln oder Einzelaktien. Für eine Woche hat man auch Aktienkurse im Demokonto kostenfrei und kann sich CFDs einfach mal anschauen. Unverbindlich, wie gesagt, auf simsimarkets.de gibt es ein Demokonto. Dann mache ich Einschätzungen, Marktberichte, Interviews, nicht nur gegenüber Einzelkunden und Kunden von uns, sondern auch gegenüber Presse und Medien. NTV, Welt, Aktionär. Letzte Woche war ich bei BBC im Interview auf Englisch. Und schreibe einen Marktbericht und Marktberichte jeden Tag zwei, die, wenn Sie Kunde bei uns sind, Sie auch erhalten können. Schreiben Sie da einfach Ihren Kundenberater bei uns, Ihren Kundenbetreuer an, wenn Sie diese Marktberichte haben möchten. Und ansonsten mein Schwerpunkt eben hier die Produktion von Ausbildungsinhalten jeglicher Art. Zurzeit gibt es eine Serie zu Rohstoff-CFDs. Was viele nicht wissen, ist, dass man ja mit CFDs auch langfristige Positionen aufbauen kann im Öl zum Beispiel. Man kann sogar Rollerträge erwirtschaften mit Öl-CFDs. Das ist ja der CFD verschrien als ganz kurzfristiges Instrument. Das ist es definitiv nicht. Wenn man weiß, was man zu tun hat, kann man auch mittelfristige, langfristige Positionen mit CFDs aufbauen und zum Beispiel von Zinsdifferenzen zweier Länder zueinander profitieren. Das sind alles Dinge, die es jetzt zurzeit in der CMC IQ, nennt sich das, oder CMC EQ Serie gibt auf unserem YouTube-Kanal. Ich würde jedem empfehlen, diesen YouTube-Kanal von uns zu abonnieren. Und dort gibt es dann neben dem Abonnieren-Knopf so ein Glockensymbol für Benachrichtigungen. Also jedes Mal, wenn wir ein Video hochladen, so zum Beispiel auch morgens das CMC-Espresso, bekommen Sie eben einen Hinweis per E-Mail, per Push-Notification, wenn Sie auf dem Smartphone die App installiert haben. Und so weiter. Agni sagt, oh, das finde ich super, wenn CFDs mittel- bis langfristig zu nutzen sind, bin ich dabei.
da, wie gesagt, die CMC EQ-Serie mal anschauen. Natürlich dreht sich da alles um die Haltekosten. Es gibt Möglichkeiten, Haltekosten bei CMC Markets auch zu vermeiden. Wie? Das zeige ich Ihnen eben in den Videos auf. Stichwort Forward CFDs. Oder man nimmt ganz gezielt den Cash-Index, weil man Haltekosten erhalten kann. Man muss die also nicht bezahlen, sondern bekommt Haltekosten-Gutschriften. Wie das geht, da geht es eben in CMC EQ in diesen Videos darum. Daniel Rees, was macht CMC nach dem Austritt von Großbritannien aus der EU? Das Schwierige, was den Brexit angeht, ist, dass es keine wirkliche Direktive gibt, weder seitens Brüssels noch seitens Londons, sodass das nach wie vor offen ist, wie das dann sein wird. Deutschland ist eines der größten Niederlassungen von CMC Markets weltweit. Und CMC oder beziehungsweise der Brexit wird daran nichts ändern. Nur wie das im Detail ausgestaltet sein wird, davon hängt ja auch erstmal ab, ob die sich einigen oder nicht. Und das ist ja die irre Situation, die derzeit geschaffen oder schaffen und geschaffen haben. Natürlich sieht eine Einigung die Welt dann schon wieder ganz anders aus, je nachdem, was dann in der Einigung drinsteht. Auf der anderen Seite, der Brexit ohne Vertrag, der harte Brexit ohne Vertrag, ja gut, da muss man dann halt gucken, wie das ausgestaltet sein muss. Andreas fragt, wann wird es den MetaTrader 4 bei CMC in Deutschland geben? In UK ist er schon verfügbar, sehr gut informiert, genau. Also es ist der 19.11., 19. November. Also gut einen Monat wird es den MT4 bei CMC auch hier in Deutschland und ja, in Deutschland geben. So, 1, 2, 3 hoch, wir sehen Ausverkauf, sind wieder in der neutralen Spanne. Wenn der Dow jetzt die 2587 bricht, hätten wir auch den Boden zerstört im Dow. Noch ist der Boden im Dow intakt. 1, 2, 3 tief. Solange die 187 halten, hält der Boden. Ne? Wenn ich das richtig sehe, ist auch Xetra-Störung immer noch ja, also wir haben 9.39, 9.40 fast und die Störung von Xetra, vom Xetra-Handel ist weiterhin da. Lars, stell gerne Links zu den Interviews bei Insights ein. BBC-Interview konnte ich mit Google nicht finden. Ich glaube, das ist BBC. Man kann BBC in Deutschland nicht anschauen. Man kann auf BBC dann dort auch On-Demand-Videos anschauen. Das geht aber auch nur, wenn man in London selbst ist. Das ist irgendwelchen Rights-Issues und geschuldet, also irgendwelchen, wie sagt man, Rechte. Die hat man eben nicht, BBC anzuschauen. Deswegen ist es schwierig, bekommen selbst immer eine Aufzeichnung, darf die aber auch nicht teilen. Also da ist das nicht verfügbar. Wenn ich bei Welt oder NTV oder sonst wo bin, dann versuche ich das immer in den Chat auch reinzuschreiben, wann das sein wird, dass man das auch angucken kann. Oder VPN nutzen für BBC, ja, die erkennen auch, der Player erkennt auch ein VPN. Das habe ich auch schon probiert. Johannes Kilian fragt, welchen Mindestbetrag braucht es, um ein Live-Konto zu starten? Da gibt es keine Mindestbeträge.
Der Mindestbetrag ist vielleicht das, was man mindestens handeln kann. Ja, wie gesagt, ein Demokonto kann man jederzeit starten und das einfach mal testen. Ich kann hier auch, oh, falsche Tastatur, 0,01 DAX-CFDs handeln. Ja, dann ist eben ein Punkt im DAX 1 Cent Veränderung auf dem Konto. Ja. 0,01 DAX-CFDs entspricht einem Wert von 114,69 Euro. Und davon muss ich ja, ist nur die Marge geblockt, das sind also 25 Cent. Das ist so jetzt, glaube ich, das Mindeste. Also es gibt kein keine Mindesteinzahlung. Natürlich muss man dann auch sich überlegen, ob das Sinn macht, extrem Kleinstpositionen zu handeln. Aber sicherlich ist auch das, um einfach ein Gefühl mal zu bekommen, wie das ist, so zu handeln mit echtem Geld, vielleicht gar kein Fehler. Und wie gesagt, beim CFD hat man ja keine Nachschusspflicht. Wenn man also 1.000 Euro aufs Konto überweist, dann können maximal diese 1.000 Euro verloren gehen, eben nicht mehr. Auch wenn man mit Positionen zum Beispiel bei schlechten Ereignissen über ein Wochenende, wenn der Markt, in dem man investiert war, deutlich zu den eigenen Lasten eröffnet und man dann mit seiner Spekulation mehr Verlust gemacht hat, als man Geld auf dem Konto hatte, gibt es keine Nachforderungen von CMC. Das ist bei CFDs nicht mehr zulässig. Das heißt, CMC gleicht dann die Differenz, diesen Negativbetrag, der dann entstehen würde, aus. Gibt es sowas, gibt es auch nur bei CFDs. Kenne ich nicht woanders. Ja, wenn ich wenn ich Aktien trade und ich habe einen Wertpapierkredit aufgenommen und kaufe halt doppelt so viel Aktien, wie ich mir eigentlich leisten kann, und die Aktie geht auf Null, dann habe ich halt auch genau den Betrag, den ich zuvor auf dem Konto hatte, auch noch dem Broker zu überweisen. Das ist ganz normal. Bei CFDs ist es nicht so. Ja, das ist schon, ja, da machen CFDs die Börsenwelt dann doch schöner, als sie es wirklich ist. Johannes Kilian, in welchem Fall gibt es den Nachschusspflicht bis ins Unendliche? Das gibt es nicht. Es gab es mal, es gibt es nicht mehr. Also ich kann jetzt für CMC Markets sprechen und für CFDs bei einem regulierten deutschen Anbieter oder einem EU-weiten Anbieter, die ESMA, die Regulierungsbehörde für Europa, hat das so geregelt. Zuvor war es die BaFin, die für Deutschland. Jedenfalls ist es so, dass wenn Sie 1.000 Euro auf dem Konto haben, dann können Sie maximal diese 1.000 Euro verlieren, wenn Sie einen schlechten Trade machen und eben nicht mehr als das. Man kann sich als professioneller Kunde einklassifizieren lassen nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Da muss man 2 von 3 der dort erwähnten Kriterien erfüllen und wird dann als professioneller Kunde eingestuft, hat dann höhere Hebelwirkungen zur Verfügung, als es jemand mit einem normalen Konto bei uns hat. Auch dort gibt es dann bei CMC Markets, also bei anderen Anbietern von CFDs anders, auch dann als Pro-Kunde gibt es keine Nachschusspflicht. Bei Pro-Konten, bei CMC Markets gibt es keine Nachschusspflicht. Johannes Kilian, also wie bei Knockout-Zertifikaten, ja, ist genau das Gleiche. Knockout-Zertifikat kaufe ich auch, zum Beispiel für 1.000 Euro. Wenn das dann ausgenockt wird, dann sind halt die 1.000 Euro weg. Nach meinem Dafürhalten ist aber der CFD das weitaus transparentere Instrument, weil ich beim CFD einfach ganz transparent weiß, was kostet mich das alles. Wenn ich sage, ich kaufe für 200 Euro den DAX, dann kann ich dafür 0,0174 mal den DAX kaufen, einen DAX Cash Index, habe dann eine geschätzte Margin von 43 Cent, die geblockt wird, habe geschätzte Kosten dann eben von 3 Cent, aber nur, wenn ich einen garantierten Stopp setze. Ich kann innerhalb der Position, also ich kann nicht das Konto als Stopp einsetzen und kann auch dann sagen, okay, 25 Punkte drunter will ich auf jeden Fall ausgeführt werden.
dann kostet mich das eine Prämie nochmal für den GSLO. Wenn ich das aber wegrechne, dann kann ich meine Kosten folgendermaßen berechnen. Ich nehme meine Stückzahl mal den Spread. Also wenn ich 0,0174 Stücke kaufe, dann mache ich 0,0174 mal den Spread. Der Spread zwischen Kauf und Verkauf ist ein Punkt zu Haupthandelszeiten. Also sind die gesamten Kosten, die für mich dann auftreten, 0,0174 Cent, um so eine 200-Euro-Position aufzubauen im DAX. Das ist unter Umständen mit dem Hebelzertifikat nicht möglich, weil ich beim Hebelzertifikat natürlich die ganzen Mittelsmänner habe. Ja, ich muss ja von einem Broker meine Order an die Börse leiten, oder im elektronischen Handel habe ich ja auch einen OTC-Handel. Da handle ich ja auch direkt mit dem Market Maker, und der Market Maker für ein Hebelzertifikat ist ja dann der Emittent von dem Hebelzertifikat. Ja, und da habe ich ja auch ein OTC-Geschäft, wie beim CFD auch. Und meiner Ansicht nach, glaube ich, zwei Drittel geht direkt über den Emittenten Direkthandel. Und das, eigentlich unterscheidet sich das ja auch nicht mehr von dem CFD. Und die Kritik beim CFD ist ja oft, ja, da mache ich so OTC-Handel, also über den Ladentisch, da ist gar keine regulierte Börse mehr dazwischen. Ja gut, aber zwei Drittel der Hebelzertifikate-Handels geht auch nicht mehr über eine Börse. Aber wenn ich so mache, ich gehe über eine Börse, dann habe ich halt dann dort an der Börse halt auch einen Makler sitzen, einen Market Maker, der halt meine Order dann ausführt. Der will dann Courtage haben, da gibt es eine Orderplatzgebühr. Dann gibt es bei dem Broker, wo ich die Order hingeroutet habe, nochmal eine Kommission, die ich zu bezahlen habe. Dann habe ich meine Echtzeitkurse. Ich schaue irgendeinen DAX an und handle dann aber die Deutsche Bank-Indikation. Ja, also einen Cash-Index von der Deutschen Bank, auf den die Hebelzertifikate von der Deutschen Bank basieren, gucke aber vielleicht den Lang- und Schwarz-DAX an als Echtzeitkurs. Habe da also zwei verschiedene DAXe sozusagen und habe dann ein Problem, kann ich meine Stops überhaupt präzise setzen? Also diese Feinheiten, muss man seine Hausaufgaben machen, die muss man kennen. Also besonders toll wird es dann, wenn man Öl handelt und das Hebelzertifikat auf irgendeinem einzelnen Futures-Kontrakt basiert, Sie aber den Cash-Index von irgendeinem Emittenten anschauen. Da haben Sie zwei Welten. Sie handeln das eine, machen aber, gucken auf dem Chart was ganz anderes an. Also ganz, ganz wilde Sachen, was die Leute da teilweise machen. Und daher finde ich, dass das CFD das weitaus transparentere Instrument ist, weil der Chart, den Sie da sehen, und die Hochs und Tiefs, die Sie hier sehen, ist eben der Markt, den Sie auch handeln. Das ist alles aus einer Hand. Und dann müssen Sie sich halt gucken, dass Sie damit klarkommen, dass Sie natürlich uns vertrauen. Und ja, oder dem Broker generell vertrauen, bei dem sie Geschäfte machen, das ist ja ganz klar. Genau, höhere Hebel, wie gesagt, sind möglich, wenn man, ja gut, der Kollege schreibt es auch schon, genau. Ansonsten höherer Hebel heißt höhere Stückzahlen, wenn man die kaufen möchte. Da die ESMA, die ESMA, die Europäische Regulierungsbehörde, die Hebel runtergesetzt hat, kann man größere Positionsgrößen nur dann aufbauen, wenn man eben mehr Geld aufs Konto überweist. Im Übrigen ist das etwas, wo ich doch immer wieder auch sagen muss, ich darf selbst aus Compliance-Sicht, aus Geldwäschegesetzen heraus und so weiter, nicht selbst Derivate handeln und selbst nicht selbst bei CFD, CMC Market CFDs handeln. Darf ich nicht. Was ich machen darf, ist physisches Aktientrading. Das mache ich auch. Fühle mich auch gut. Ich würde gern bei CMC handeln, darf ich aber nicht. Gut, ist so. So, ich habe beim physischen Aktienhandel einen Wertpapierkredit. Ich kann das Vierfache dessen, was ich auf dem Konto habe, kann ich handeln. Ich bin selten gehe ich, schraube ich meinen Hebel über 1 drüber. Also selten verbrate ich meine gesamte Kaufkraft, die ich zur Verfügung habe. Jetzt weiß ich, okay, bei kleineren Konten ist das was anderes. Ja, um irgendwo auf den grünen Zweig zu kommen, muss ich halt hebeln.
Aber trotzdem gilt doch die gleiche Mechanik auch. Ich würde mit meinem Konto niemals das 20-fache kaufen. Ja? Sondern man muss immer gucken, wenn ich Fremdkapital aufnehme, dann ist es immer nur dann der Fall, wenn ich mein Risiko halt ganz genau eingrenzen kann. Ja, mein Risiko kann ja trotzdem, was weiß ich, 0,5 oder 1% sein. Aber ich kaufe mit mehr, als ich eigentlich auf dem Konto habe. Ja, also wenn man Hebel einnimmt oder eine Hebelwirkung nutzt, das ist so meine Botschaft, vielleicht ein bisschen kompliziert gerade erklärt, aber wenn man das macht, immer das Risiko im Vorfeld festlegen. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Nicht einfach irgendwie rum verbraten und nur auf den Gewinn schauen, sondern immer erst auf das Risiko schauen. Aber beim Trading ist es so, es wird jeder Verluste machen. Ich habe Verluste gemacht, jeder, der hier zuhört, hat Verluste gemacht. Und es ist wichtig, dass man halt nach einem Jahr immer noch da ist. Dass man diese Phase, wo man lernt, versucht, Verluste einzugrenzen, dass man die überlebt. Und wenn man es überlebt, dann hat man gelernt, Verluste einzugrenzen. Nur so kann man es lernen, oder nur so kann man überleben. Und wenn man das schafft, dann die Gewinner kommen von alleine, wenn man es richtig macht. Xetra, Störung in Teilen des Handelssystems, Status von Rot auf Gelb gewechselt, danke an AW, genau. Also es gibt immer noch teilweise Störungen. DAX jetzt wieder hier unten, wenn Sie darauf geachtet haben, mit einem 1, 2, 3. Gefällt mir aber nicht, da dieses 1, 2, 3 hier in der neutralen Spanne entstanden ist. Und Sie müssen sich immer überlegen, was macht man als Trader? Als Trader möchte ich meine Position maximieren und gleichzeitig möchte ich mein Risiko minimieren. So. Wenn ich jetzt hier eine Position aufbaue in der Mitte von der neutralen Spanne, wo der DAX auch schon zwischen 8 und 9 Uhr die ganze Zeit rumgehangen war, dann ist das ja ein Preis, den kann jeder genommen haben. Und dann ist es kein besonders guter Preis, wenn der da schon eine Stunde lang handelbar war. Was soll das für ein Vorteil sein? Ein Kurs, der eine Stunde lang dastand. Oder der DAX war zu dem Kurs eben eine Stunde lang verfügbar. Das ist nichts wert. Ja? Was das wert ist, ist, wenn man sagt, okay, ich habe hier ein 1, 2, 3 hoch. 1, 2, habe dann eine 3. Und was dann spannend ist, ist dieser Kurs hier oben. Weil den kriegt nicht jeder. Den haben nur ganz, ganz wenige bekommen. Also ist das ein ganz, ganz seltener Preis. Und hier habe ich die Möglichkeit, meine Position zu maximieren, mein Risiko zu minimieren, weil mein Stopp ist da drüber. Das heißt, die Differenz da dazwischen, was ist denn das? Vielleicht 6, 7 Punkte, die habe ich hier unten, habe ich mein Risiko schon verdient. Also die Hälfte von der Kerze habe ich mein Risiko schon verdient. Kann meinen Stopp auf Einstieg setzen, mache einen Teilgewinnmitnahme und ziehe dann eben, mache einen Trading-Stop nach unten. Also nachlaufenden Stopp. Wenn ich hier ist der Leerverkauf, dann habe ich meinen Stopp immer noch hier oben. Da muss ich möglichst hier unten das Tief abpassen, um ein CAV, um ein Risiko verdient zu haben nach unten. Ja? Also die Preise, wenn Sie eine Aktie bei 100 kaufen und die ist halt am Ende des Tages immer noch bei 100, Sie wollten aber kurzfristig da eine Trendbewegung haben, dann ist halt der Einstieg 100 nicht besonders toll gewesen, weil den hat jeder andere auch bekommen. Dann ist das auch nichts wert. Wohingegen, wenn die Aktie wie bei Wirecard zum Beispiel, kann man sich ja anschauen, müsste ja noch in der Suche drin sein, ja, hier unten. Wirecard, 5-Minuten-Chart, hier unten bei 150 Euro. Wo haben wir es? Hier 150. So. Also die 150 hier unten,
Ja, da hat man halt hier unten kurz die Chance gehabt, zu 150 zu kaufen. Und dann am nächsten Tag die Vorbörse war es dann noch zwischen 8 und 9, wurde auch mal 147 gehandelt. Und zum Xetra-Öffnung ging es dann nochmal auf 150. Aber Sie sehen, das ist ein 1-Minuten-Chart. Diese 150 € war effektiv halt 3 oder 4 Minuten da. Also diese unmittelbare Belohnung, das möchte ich von einem Trade haben. Ja, wenn man einsteigt und es toleriert, dass es erstmal gegen einen läuft, ja, warum? Das ist halt die Frage, ja, macht man das 10 Jahre später immer noch oder hat man dann Nervenkasper bekommen? Man muss gucken, okay, wenn man eine Position aufmacht, dann sollte möglichst das in die Richtung gehen, wo man es hinhaben will, dass der Einstieg richtig ist. Und das habe ich nicht, wenn ich in der Seitwärtsspanne einsteige zu einem Kurs, wo jeder andere auch hat noch einsteigen können, weil der Kurs war dort schon 2 Stunden lang. Das ist die Erwartungshaltung halt. Das ist nichts Besonderes. Hier, das ist was Besonderes. Ich steige ein. Ja, und 2 Minuten später bin ich da schon 50, 60 Cent im Gewinn. Und später, 3, 4 Minuten später, 2 € im Plus. Da weiß ich, das war jetzt richtig. Und diese Art von attraktiven Einstiegen, attraktiven Positionen muss man finden. Das ist die Aufgabe vom Trader, nichts anderes. Also wo in dem ganzen Kontext kann ich mit einem engen Stopp einsteigen und habe eine Erwartungshaltung, dass dann eine größere Bewegung ansteht. Also nochmal, wo kann ich meine Position maximieren und mein Risiko minimieren? Achmed fragt, woher willst du wissen, dass der Markt dort abstoppen wird, dass er also irgendwo dreht? Nun, ich will mal, weil hier passiert jetzt erstmal nichts Neues, deswegen gebe ich dir mal jetzt eine Farbe, die nicht jeder gleich Augenkrebs bekommt. Mach das mal grau. So, und auf das Graue zeichne ich jetzt mal eine grüne Linie. Und zwar geht es hier um ein 1, 2, 3 Top zum Beispiel. Ja, für die Tastatur, 1, 2, 3 Top Muster. Das ist ja ein Muster, das ich hier immer wieder verwende, das wir auch im eigenen Trading verwenden. 1, 2, 3 Top. Wie funktioniert das? Nun, ich habe einen Anstieg, Rückgang, Anstieg, Rückgang, Anstieg, Rückgang. Und man sieht, die Gesetzmäßigkeit oder die Regelmäßigkeit von dem intakten Aufwärtstrend ist, wir haben höhere Hochs. Und jeder Rücksetzer ist auch wieder höher als der Rücksetzer zuvor. Ja? So, wenn sich das jetzt verändert und ich also einen Rücksetzer habe und kein höheres Hoch und der Markt macht ein tieferes Tief auf Schlusskursbasis, dann habe ich da mein 1, 2, 3 Top, also eine Bewegung 1, 2 und 3 ist der tiefere Schlusskurs unter dem Punkt 1. Dann hat sich ja was verändert. Wenn das hier an einem prominenten Widerstand ist, wenn das hier auch über dem vorbörslichen Spanne ist, ja, dann ist der Markt an der Stelle eben dran gescheitert, ein höheres Hoch auszubilden. Also wenn ich dann einen Punkt habe, das heißt, die Trendwende ist so lange intakt, wie der Markt hier oben nicht mehr drüber kommt. Wenn er da drunter bleibt, ist intakt. Das heißt, wenn er mir nochmal das Geschenk macht, hier nochmal dran zu laufen, dann ist halt an der Stelle ist genau so ein Punkt erreicht, wo ich meine Position maximieren und mein Risiko minimieren kann, weil ich kann dort dann short gehen, ich kann da drüber meinen Stopp setzen. Und natürlich kann er hier drüber laufen. Ja, logisch, es gibt bei der Börse nirgends einen heiligen Gral. Kannst du vergessen, es gibt es nicht. Aber ich habe beobachtet, es gibt einen Aufwärtstrend, es hat meine Kriterien erfüllt und das Signal ist da. Tja, und es ist auch ein schöner Einstieg da. Und dann kann ich bei dem Rücksetzer
Tja, wenn dann eben so eine Bewegung kommt, wo ich dann eben ja deutlich in die andere Richtung laufe, das ist mein Risiko. Also wenn mein Risiko 100 Euro sind, da dazwischen, ja, dann habe ich halt die 100 Euro hier schon verdient. Ja, bedeutet, ich kann hier meinen Stopp relativ schnell nachziehen, ich kann Teilgewinne mitnehmen und dort unten habe ich dann ein R von 12 schon verdient, also das zwölffache Risiko, ja, vom Augenmaß her. Ja, und wenn ich so einen Trade einmache, das entschuldigt halt viele Male ausstoppen. Ja, wenn ich 12 R verdiene, dann kann ich 12 dumme Trades wieder machen danach. Ja, also so ist die Theorie. Punkte finden, wo es attraktiv ist, einzusteigen. Aus dem Kontext heraus, das ist ja auch keine Raketenwissenschaft, was ich hier mache, aber solche Ansätze braucht man, wo man eben Position maximieren und Risiko minimieren kann. Marianne fragt, Jochen, bist du auf der World of Trading? Wahrscheinlich nicht. Was Rokium sagt, ist absolut richtig. Am wichtigsten ist sowieso, dass man eine Strategie hat und nach dieser tradet. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Leute, ihr braucht einen Plan da draußen. Ihr müsst, wenn der Handel beginnt, wissen, was ihr machen wollt. Das muss absolut feststehen. Johannes Kilian fragt, bei CFDs gibt es ja eine Margin-Rücklage und im Fall des Verlustes gibt es bei der Margin dann nicht überproportionale Nachzahlung. Also es gibt keine Nachzahlungen auf das Konto. Wenn Sie das Konto gegen die Wand fahren mit schlechten Trades, dann ist das Geld weg, das auf dem Konto eingezahlt wurde. Aber es kann kein Betrag weg sein, der darüber hinausreicht, auch wenn Ihr Trade mehr Verluste generiert hat, als Geld auf dem Konto da war. Noch was zu, weil jemand Hebelzertifikate angesprochen hat. Ich habe bei Hebelzertifikaten Inhaberschuldverschreibung. Also wenn ich für 1.000 Euro das Hebelzertifikat kaufe, dann geht das diese 1.000 Euro in das Arbeitskapital der Bank ein. Ich leihe der Bank also Geld. Und aufpassen jetzt im DAO. Der DAO hat, Entschuldigung, wenn ich hier im Thema springe, aber der DAO hat die 187 gehalten, damit der 1, 2, 3 Boden ist intakt und er schließt jetzt wieder über der 213, wo eben davor das Kaufsignal reingekommen ist. Im DAX über die 509 müsste man da drüber. Dann würde auch das 1, 2, 3 Tief hier gebrochen sein und gebrochen werden. Insgesamt bei solchen 1, 2, 3 Hochs immer wichtig, dass man eben anfängt, Gewinne zu verteidigen, ja, wenn man in eine Position reingegangen ist. Trading Stop, Teilgewinnmitnahmen. Ja, das weiß er nie. Der hätte ja hier schon wieder drehen können nach oben. Dann wäre ja blöd, dass ich hier dann am Ende mit einem Verlust rausgehe aus dem Trade. Das sollte man vermeiden. Verluste sind immer sch schlecht. Und wenn eine lange Bewegung kommt, dann sollte man irgendwie aber auch noch dabei sein, zumindest mit einer Teilposition. Deswegen Gewinne halt nicht zu früh mitnehmen. Oder wenn man sagt, ich möchte Gewinne mitnehmen, ich bin so jemand, ich nehme gerne Gewinne mit und mache dann aber immer eine Teilgewinnmitnahme. Und zwinge mich dann halt mit der Restposition, wo ich mich wohlfühle, halt ein bisschen, schon manchmal ein bisschen paranoid, Stopps danach zu ziehen. Ja.
Boss Mega, ja genau, danke. Das, genau, ich war stehen geblieben bei Inhaberschuldverschreibung. Also beim Hebelzertifikat ist es halt so, ich gebe der Bank leih Geld. Ich bin damit ein Gläubiger der Bank. Und zwar gebe ich der Bank, die klassifiziert diese Inhaberschuldverschreibung, also ihre Zertifikate, als sekundäre Schulden. Das heißt, wenn die Bank pleite gehen sollte, im Insolvenzfalle wird erst die erste Reihe an Geldgebern bedient. Und wenn da noch was da sein sollte, dann wird man darüber nachdenken, vielleicht auch die sekundären Schulden zu bedienen, was normal oder eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, dass man da vom Insolvenzverwalter noch was bekommt. Also hat man ein Kreditrisiko, wenn man Hebelzertifikate tradet. Ja. Das habe ich beim CFD nicht. Beim CFD ist das Geld, das Sie auf dem Konto einzahlen, Ihr Geld. Da kommt CMC Markets nicht dran. CMC Markets arbeitet mit diesem Geld nicht. CMC Markets macht auch das eigene Hedging nicht mit Ihrem Geld. Das ist auch der Grund, warum Sie Haltekosten immer auf die gesamte Trading-Größe bezahlen müssen. Also wenn Sie eine 10.000 Euro Long-Position im DAX aufmachen, dann ist der Haltekostensatz wird auf die gesamten 10.000 Euro veranschlagt und nicht 10.000 Euro minus die eigene Margin. Weil diese Margin, die geblockt wird auf Ihrem Konto, geht ja nicht in das Arbeitskapital von CMC Markets über, sondern ist weiterhin auf Ihrem Konto. Das bleibt dort immer auf Ihrem Konto, dieses Geld. Und wird einfach dann geblockt für den Trade, den Sie halt aufgemacht haben, weil Sie wollen ja im DAX Long gehen. Dafür blockt dann, wird dann eben die Margin geblockt auf Ihrem Konto und Sie können dann mit dieser geblockten Margin erstmal nichts anderes mehr machen, weil die ist ja mit dem Trade verkoppelt oder verknüpft. Bedeutet, im Amtsdeutsch spricht man da von einer Segregierung von Kundengeldern. Das heißt, es ist ähnlich wie das Sondervermögen beim ETF. Das ist die Kapitalanlagegesellschaft und die hat halt die Arbeitskapital und da gibt es die Kundengelder und das ist segregiert voneinander. Und genauso ist es auch bei CMC Markets. Das Geld, das Sie aufs Konto überweisen, ist Ihr Geld. Das ist vom CFD-Broker segregiert aufbewahrt. Also bei CMC Markets so. Wir arbeiten mit dem Geld nichts, wir haben mit Ihrem Geld nichts am Hut. Und das ist ein ganz, ganz deutlicher Unterschied, meine ich, zu Inhaberschuldverschreibungen bzw. zu Zertifikaten, die ja nichts anderes sind als eine Inhaberschuldverschreibung. Und danke an Johannes für das Feedback, das freut mich sehr. Boss Mega, sehr interessantes Thema. Der Emittent verfügt über Geld vom Kunden, viel Geld und Möglichkeiten. Ja, das ist ja auch bei der Sparkasse. Also ich habe auch bei der örtlichen Bank. Wenn ich dort ein Konto habe, dann wollen die natürlich, dass man möglichst dort auf das Konto, beim Girokonto, Geld einzahlt. Und natürlich ist ein Girokonto, Giralgeld, geht dann eben auch ins Arbeitskapital der Bank über. Ist auch nichts anderes als, dann sind sie auch als Girokontoinhaber ja ein Gläubiger der Bank. Ja. Und die will natürlich, dass auf dem Konto möglichst viel drauf ist. Deswegen gibt es ja auch solche Angebote. Ja, wenn Sie ein Konto aufmachen, dann bekommen Sie 100 Euro, wenn Sie bei uns ein Girokonto haben. Also bei CMC Markets ist es nicht, aber es gibt da solche Angebote, weil natürlich ein Kreditinstitut davon lebt, möglichst viele Einlagen zu haben und kann dann über einen Hebel, über Fremdkapitalverleih dann eben Geld verdienen, indem sie dieses Geld, das sie normalerweise nicht benötigen, dann weiterverleiht. Ja, das ist so die Funktionsweise von Banken. Bei CMC Markets, wir profitieren davon, dass sie traden. Also wenn sie eine Position aufmachen und wieder schließen, dann haben wir einen Spread, den wir verdienen. Wenn sie über Nacht Position halten, dann kostet sie das natürlich, da sie ein Fremdkapital aufgenommen haben für ihren Trade, Haltekosten,
berechnet sich über den jeweiligen Referenzzinssatz, Euribor, Libor, wie sie alle heißen. Und davon gibt es eben einen sogenannten Haircut, also eine Marge, die auch an CMC Markets geht. Also da an diesen Stellen verdienen wir, aber wir haben überhaupt nichts davon, wenn sie irgendwelche Einlagen bei uns aufs Konto schmeißen. Nichts machen. Das bringt uns 0,0. Das ist bei einer Bank ganz anders. Johannes Kilian, wieso gibt es dann die Warnung bei der Seite von CMC, wo vor überproportionalen Verlusten gewarnt wird? Das obliegt, wie gesagt, der Entscheidung des Traders, was er tradet. Und es ist derzeit, ist unser Prozentsatz der Kunden, die Geld verlieren, glaube ich, bei 78%. Da wir aber ein Execution-Only-Broker sind und den Leuten ja keine Empfehlung geben, was sie handeln sollen, ist das Ergebnis der Trading-Entscheidungen der Kunden, die zu 78% zu Verlusten führen. Hat jetzt erstmal mit der Segregierung und der Einlagensicherung sozusagen nichts zu tun, sondern hat erstmal primär mit den Handelsentscheidungen der Kunden zu tun. Weshalb ich ja die erste Stunde heute auf dem Thema rumgetanzt bin, Leute, bitte macht euch Gedanken über euer Risiko bei Trades. Wer tradet und keinen Stopp setzt, sein Konto fünffach überhebelt, tja, die Erwartungshaltung führt halt nicht zu einem langfristigen, stabilen Ding, sondern halt eher zum Gegenteil. Tronix, Jochen, magst du mal eine Rechnung auf den DAX aufmachen für einen CFD übers Wochenende Haltekosten? Ja, das ist relativ schnell gemacht. Also ein CFD kostet mich 11.482. Jetzt gehe ich hier oben links auf Produktübersicht und dort sehe ich, aha, wenn ich jetzt long gehe, gehen wir davon aus, dann zahle ich, gezahlt steht hier, 2,131%. an Zinsen. Das ist ja ein annualisierter Zins. Also ich muss jetzt dann im Taschenrechner die Rechnung machen. 11.489 mal 0,02131. Dann bekomme ich einen Eurobetrag und den teile ich durch 365. Hab dann die Haltekosten pro Tag und wenn es übers Wochenende sind ja mehrere Tage. Und dann habe ich meine Haltekosten. Ja. Und das sind die Haltekosten und dann einmal Positionsgröße 1 mal den Spread von 1, also 1 Euro Spread. Gibt es dann auch noch, wenn man dann zu Haupthandelszeiten am Montag wieder verkauft. Außerhalb der Haupthandelszeiten ist der Spread höher. Kann man auch transparent sich anschauen, indem ich mir zum Beispiel einen Spread-Chart anschaue. Ich kann hier bei Spread mir den Spread anschauen. Man sieht also hier, aha, hier ist der Spread höher, vorbörslich, in der Nacht ganz hoch, weil es dort erstmal kein Referenzmarkt ist. Also da existiert der nicht. Und da ist es dann auch für CMC Markets teurer, im Zweifelsfalle da große Positionen auszuführen. Aber Haupthandelszeiten der Spread bei einem Punkt. Boss Mega schreibt, er Jochen, stand zu mir, ist oft aufgefallen, bei aggressiven Hebelprodukten oder erhöhter Vola reagiert das Produkt je nach Emittent bei gleichem Hebelhaltedauer unterschiedlich. Wieso ist das so? Ja, also es gibt dort tatsächlich Risikoprämien, die ad hoc angepasst werden.
Ja, dann kann ich sagen, okay, der Fair Value ist in dem Hebelzertifikat vielleicht noch 20 Cent, weil 20 Punkte Abstand zum Knockout, zum Basispreis. Aber das Zertifikat bleibt halt bei 50 Cent stehen. Also ist 30 Cent oder teilweise 100, 150% vom Fair Value nochmal obendrauf eine Risikoprämie für eine mögliche Slippage, die der Emittent zu tragen hat. Das heißt, wenn der Knockout zieht, dann gibt es ja ein Hedging, so will man annehmen, beim Emittenten, der eben dann schlechter aus dem Trade rauskommen könnte. Und dafür veranschlagt er dann halt nochmal x Punkte. Und das ist obliegt dem Gutdünken dessen, der Pricing-Abteilung dann von dem Emittenten, der halt dann eine Risikoprämie mit einpreist. Sodass die Behauptung, dass Hebelzertifikate frei von den Griechen sind, die in Optionsscheinen ja zum Beispiel über die Volatilität, die implizite Wohlervolle im Markt wirkt, dass diese Behauptung falsch ist. Es gibt also sehr wohl die Griechen auch in eingeschränkter Form auch bei Hebelzertifikaten. Wobei man sich dann noch unterhalten müsste über, was ist die implizite Vola-Veränderung und was ist das Gutdünken des Emittenten, der ja seine Produkte preisen kann, wie er es möchte. Trebor, vielen Dank für das Feedback. Das freut mich sehr. Also bitte immer nachrechnen, was kostet mich das Zeug, was ich da handle. Ich habe ja auch Rundungsfehler, wenn ich ich tanze jetzt auf Hebelzertifikaten rum, aber ich will diesen einen Punkt noch machen. Wenn ich ein Hebelzertifikat kaufe für 50 zu 51 Cent, ja, dann ist es ja ein Spread von 2%. Das heißt, wenn ich das kaufe, 10.000 Stück, dann habe ich 100 Euro an Spread bezahlt. Dow hat gerade ein tieferes Tief gemacht, zerstört seinen Boden, aufpassen. Ja, ich habe 100 Euro an Spreadkosten, weil ich kann es für 51 kaufen und für 50 nur verkaufen. Wenn ich jetzt ein Hebelzertifikat kaufe, das 31 Cent zu 30 Cent gestellt wird, dann ist der Spread nicht mehr 2%, sondern 3,3%. Ja. Wenn ich es zu 1 Euro und 1 Cent kaufe und wieder für 1 Euro verkaufen kann, ist der Spread 1%. Also es gibt dort börsenbedingte Rundungsfehler automatisch, weil ich halt dritte, vierte Stelle nach dem Komma nicht mehr handeln kann. Also auch das muss man mitberechnen. Ich habe auch in diesen Produkten einen Spread, den ich zu bezahlen habe, der eben mit fallendem Kurs steigt. Ich habe eine Risikoprämie, wo ich nicht weiß, wie ist das eigentlich genau. Und ich habe immer noch die Problematik Stops mit den Stops. Also ich brauche ja eine Echtzeitkursversorgung mit dem DAX, ja, oder mit dem Markt, auf den der Emittent sein Produkt preist. Wenn ich die Echtzeitkursversorgung nicht 1:1 habe, wie es der Emittent hat. Wo soll ich meinen Stopp dann setzen? Ich weiß ja gar nicht, wo die Tiefs waren in dem Index, die die berechnen, weil auch der Germany 30 Cash von CMC Markets ist ja es gibt ja den DAX, gibt es nicht, sondern es gibt den Cash-Index und es gibt die Forward CFDs, die auf den FDAX-Kontrakten basieren. Und den DAX gibt es ja eigentlich nur als DAX Future, also die einzelnen Kontrakte. Dann können Sie bei uns auch handeln, dann haben Sie keine Haltekosten, das ist wieder ein anderes Thema, aber der Cash-Index ist immer ein abdiskontierter Index. Das heißt, ich habe ja zum einen Rollgewinne, Rollverluste, zum anderen habe ich eine Dividende, weil es ein Performance-Index ist, also muss ich die auch abdiskutieren. Und je nachdem, wann ich vom einen Future in den nächsten rolle, zur Berechnung von diesem Endloskontrakt, Schrägstrich Cash-Index, wenn ich das eine Stunde früher oder später mache als ein anderer, Lang- und Schwarz-DAX-Anbieter zum Beispiel, Lang- und Schwarz oder Deutsche Bank-Indikation, wenn wir zu unterschiedlichen Zeiten rollen, kriegen wir andere leicht abweichende Kursstände. Das ist aber was ganz Normales, ist nur dem Umstand geschuldet, dass es den DAX handelbar als Endloskontrakt so nicht gibt. Da muss immer selbst berechnet werden. Und das kommt dann zu diesen
marginalen Veränderungen von den einzelnen DAXen zueinander. Ja, Johannes Kilian, jetzt fängt es natürlich an. Sehr gut. Ich merke, du denkst jetzt genau entlang der Linien, was ich auch vorhatte, dass man das genau hinterfragt. Also Johannes fragt jetzt, wie kann dann zum Beispiel mein Broker für jeden Trade unter 1.000 Euro 9,95 pro Trade verlangen? Ist da das Spread dann vorher zum Kauf schon rausgerechnet? Nein. Also man kauft ja, das Hebelzertifikat zum Beispiel beim Broker, bei dem man ein Konto hat, zahlt dafür dann x Summe x, zum Beispiel 9,95 Euro, dass man eine Order absetzen kann. Man zahlt für dieses Absetzen der Order eine Provision, eine Kommission von 9,95 Euro. So. Dann geht diese Order zu einem Produkt, zum Hebelzertifikat, wenn wir jetzt darüber sprechen, ich nehme mal an, dass so ist. Und das Hebelzertifikat ist im Brief- und Geldkurs 50 zu 51 Cent gestellt. Sie kaufen für 51, würden sie sofort wieder verkaufen, würden sie nur 50 Cent bekommen. Bedeutet, da ist also ein weiterer Mittelsmann, das ist der Emittent von dem Hebelzertifikat, der auch nochmal eine Marge haben möchte. Die bemisst sich über den Spread. Also Kostenpunkt Nummer 2. Ja. Das ist nicht rausgerechnet, sondern es liegt einfach daran, dass der Broker ist ein Unternehmen, der Anbieter vom Hebelzertifikat ist ein Unternehmen, die Börse, an die sie diese Order routen, die dann ihre Order ausführt, ist ein Unternehmen und jedes Unternehmen will halt natürlich auch Geld verdienen, ist logisch. Deswegen gibt es sowas wie einen CFD-Broker, CMC Markets ist ein CFD-Broker, da ist alles in einem Haus, alles bei CMC. Die Software, wir stellen die Kurse, sie handeln die Kurse von uns, es gibt keine Mittelsmänner, es gibt nur uns. Muss man natürlich überlegen, will ich das? Wenn ich sage, ja will ich, dann habe ich die ganzen Mittelsmänner weggeräumt und habe dann eben meine Orderkosten dramatisch reduziert. Bedeutet, ich bin mit jedem Trade, den ich mache, sehr viel schneller im Gewinn, weil ich halt nicht erst das Geld von allen möglichen Leuten, die dazwischen die Hand aufgehalten haben, nicht erst verdienen muss, bevor ich dann selbst auch mal was verdiene an dem Trade. Visamen, warum gibt es für Anfänger keine Warnung vor Eröffnen eines Trades, wenn er wirklich falsch liegt? Das ist das Trading. Das Trading ist keine Festgeldanlage, womit die Bundesregierung Zins X verspricht, sondern es ist ein hochspekulatives Instrument. Das darf man natürlich jetzt bei aller Kostenbetrachtung und Gegenüberstellung von Produkten nicht vergessen. Wenn Sie einen DAX kaufen, einen ganzen DAX CFD, dann entspricht ein DAX-Punktveränderung einem Euro Kontoveränderung. Das heißt, wenn der 100 Punkte in die falsche Richtung läuft, haben Sie 100 Euro verloren. Da hilft Ihnen niemand. Das ist Ihre Trading-Entscheidung. Das muss man wissen. Das muss man mental auch durchstehen. Wenn man jedes Mal Schnappatmung bekommt und der Puls, man kriegt einen roten Kopf und man denkt, die Birne platzt gleich und man da nicht lernt, cool zu bleiben, dann macht man es nicht lang. Weil irgendwann ist es dann so, dass das zur Last wird. Es muss schon auch Spaß machen, logisch. Ja. Aber das ist mit dem Trading überall so. Sie können auch mit dem Hebelzertifikat Verluste machen oder mit einem anderen Produkt, aber es gibt halt, Sie müssen sich den Markt immer vorstellen als so eine Risikokurve. Googeln Sie mal Risikokurve Börse. Dann gibt es halt dann, die fängt irgendwann an, bei Null zu starten. Da hat man halt dann sein Festgeld oder was weiß ich. Ja? Und dann klettert man die Risikokurve entlang nach oben
Und dann landet man halt irgendwann bei Bitcoin oder so. Ja, und jeder Bullenmarkt ist auch so, dass die Anleger merken, oh Mist, dort unten mit geringem Risiko gibt es gar nichts mehr, jetzt klettere ich mal. Und wir klettern schon seit 10 Jahren und wir sind beim Bitcoin angelangt. Also wo soll man noch hinklettern, wo gibt es noch große Renditen? Aber wenn die Leute merken, es gibt da eigentlich nichts mehr, dann ist meistens der Rückwärtsgang, wird dann eingelegt. Dass die Leute also merken, oh, ich wandere mal wieder nach unten, so langsam, was die Risikokurve angeht. Das gilt für die Auswahl der Instrumente, die man handelt. Ja, beim aktiven Trading und auch für Mittel-Langfristanlagen, beim aktiven Trading habe ich ja ganz aktiv die Möglichkeit, solches Herumwandern auf der Risikokurve ganz gezielt auszunutzen. Da kommt ein Tweet von Trump oder heute ist das Thema Saudi-Arabien und letzte Woche war es Italien, was auch immer. Stoppwelle von Privatanlegern, die vielleicht in Wirecard drin waren. Vorne sehe ich das, oh toll, die wollen alle durch die Tür raus, dann gehe ich ganz schnell zu der Tür und verlange einfach so, bin halt der Erste, der die Leute dann rauslässt, aber halt nur gegen Bezahlung. Muss also solche Zwangssituationen finden, wo kann sich sowas auftun? Und das ist für mich das ist eines der spannendsten Dinge, die es im Leben gibt. Das ist genau das. Finde das genial. Aber es sind Risikogeschäfte. Das darf man nicht unter den Tisch kehren. Auf keinen Fall. Steht bei uns hier unten, unterste Zeile von dem Programm, läuft ständig die Risikowarnung durch. 78% unserer Kleinanlegerkonten verlieren Geld. Das, was Boris Mega schreibt, ich empfehle jedem, der handelt, sich genau zu informieren, was Finanzprodukte überhaupt sind. Ja, wer das nicht macht, man muss bereit sein, alles zu geben für das Trading. Als ich angefangen habe, ich habe, auch wenn ich jetzt Dinge finde, die mich interessieren, dann schlafe ich halt am Tag vielleicht 3-4 Stunden maximal. Weil ich abends mir sage, okay, irgendwie bist du müde, musst schlafen, am nächsten Tag will ich aber so früh wie möglich wieder damit weitermachen. Ich will das recherchieren, will das ausprobieren, will das testen. Dazu muss man bereit sein, sich da dahinter zu klemmen, weil andere werden es tun. Und wenn die anderen mehr wissen als ich, tja, dann habe ich halt einen Nachteil. Also es ist vielleicht ist es sogar das härteste Business, was es gibt. Kann sein. Wenn ich einen ganzen DAX CFD, fragt Daniel Rees, wenn ich einen ganzen DAX CFD in einem Depot kaufe und bei CMC Markets einen ganzen DAX CFD Short kaufe, dann mache ich doch Gewinne durch Zinsen, die CMC Markets mir gibt. Also beim DAX gibt es keine Haltekosten, die man erhalten kann. Das steht hier in der Haltekostensatz. Übersicht auf in der rechten Spalte zweimal gezahlt. Ja. Das ist anders beim WTI. Da steht erhalten bei Kauf. Also wenn ich WTI long gehe, bekäme ich 3,1893% an Zinsgutschrift. Ja, das ist einfach Rollgewinnen zu Schuld oder Grundrollgewinne. Was sind Rollgewinne? Da bitte CMC EQ.
diese Videoserie. Bei uns gibt es da eine Playlist auf dem YouTube-Kanal anschauen, da erkläre ich das, was da dahinter steht. Na, seit warum hat CMC das K.O.-Konto wieder abgeschafft, hätten wir auch auf einen geringeren Hebel traden können. Ich finde das sehr schade. Also ich mochte die K.O.-CFDs auch, aber es ist halt eine Geschäfts- und Business-Entscheidung. Was Sie machen können, ist jederzeit sich ein K.O. selbst basteln, bauen. Also wenn ich sage, ich habe einen DAX-CFD, eine Stückzahl, und kombiniere das mit einem garantierten Stop. Ja? Kann sagen, okay, mein garantierter Stop soll 50 Punkte unter dem aktuellen Niveau sein, also 11,430. Und dieses Hebelzertifikat, das ich mir damit baue, kaufe ich für 200 Euro. Ja, bedeutet, es können ja maximal 87 Cent dann verloren gehen. Ja, weil ich nur 0,0174 CFDs gekauft habe. Also ist auch das Risiko 87 Cent. Also effektiv kostet mich dieses Hebel K.O.-CFD-Konstrukt dann, kostet mich eben diese 87 Cent. Und damit habe ich mir das selbst gebastelt. Ja, muss man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, aber es ist eins zu eins das Gleiche. Wie es auch der K.O.-CFD war. Nur ist es da anders angezeigt worden mit K.O.-Kursen. Kann man aber mit dem CFD ganz normal nachbilden. Was viele Kunden bei uns auch sagten, warum gibt es die K.O.-CFDs eigentlich, kann ich doch mit dem garantierten Stopp auch bauen. Ja, also das ist wichtig. Gold macht ein höheres Hoch. Aufpassen auf Schlusskursbasis, ob es das schafft. Ahmed fragt, würdest du uns deine Performance von diesem Monat zeigen? Gegenfrage, was bekomme ich dafür? Gut, jetzt gucke ich mal, was ist noch gekommen an Fragen. Alle Jochen DAX scheint mir heute gegen den DAO recht stabil zu sein. Sie haben sich da auf einem niedrigen Niveau befinden, ja. Ja, also solange der DAO hier technisch abwärts unterwegs ist, und sich da trendtechnisch nach unten da durchfräst, aufpassen hier auf die 4,26. Wenn es einen Strohhalm gibt, den wir im Tageschart vom DAX haben, für die Käufer, dann ist es, dass am Donnerstag und Freitag höhere Hochs entstanden sind. Sind hier die Fensterputzer gerade, das macht gerade ein bisschen Krach, aber das ist der Strohhalm, an den sich die Käufer klammern könnten. Wenn wir allerdings unter 4,26, und das ist das Freitag-Tief, das ist ein höheres Tief als der Donnerstag, da drunter gehen, dann ist das halt weg. Das heißt, solange sie das halten, ist ja zumindest die Möglichkeit da, noch dieses Argument zu nennen. Ja gut, wenn sie nach oben durchlaufen, sieht es ganz gut aus. Der DAX muss aber über die 509. Sonst ist halt das 1, 2, 3 hoch noch weiterhin intakt. Zumal es auch bestätigt wird durch die Intermarket, durch den US-30. Thank you.
Daniel Reyes, auch beim selbstgebastelten Knockout CFD ist der Hebel 20, wenn ich höhere haben möchte, dann kann ich Hebelzertifikate handeln. Ja, das ist so, bei Hebelzertifikaten habe ich einen höheren Hebel, das ist definitiv so. Es gab ja keine ESMA-Regelung für Hebelzertifikate, sondern nur für CFDs, das ist korrekt, ja. Ahmed schreibt, oder nur von 15 Tagen, komm schon bitte. Damit beweist du uns, dass du traden kannst. Ja, was habe ich davon? Ganz ehrlich. Gut, in dem Sinne sage ich vielen Dank. Ich habe ein bisschen Überstunden heute gemacht. Dieses Video wird es jetzt dann auch gleich geben. Ich hoffe, das funktioniert hier noch. Ja, funktioniert als abrufbare Version auf dem YouTube-Kanal bei uns. Ich sage vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, ich bin morgen um 9 bis 10 Uhr wieder da, bin jetzt aber auch bis heute Nachmittag im Chat. Wenn dann irgendwelche Fragen sein sollten, dann reinhauen im Chat. Ich lese damit, kann das auch beantworten noch. Ansonsten die Kollegen auf cmcmarkets.de, es gibt dort auch einen Live-Chat oder Sie rufen uns einfach telefonisch an, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Sie können jederzeit das Ganze hier auch testen, was Sie hier sehen, als Demokonto. Wie gesagt, unverbindlich, da sind dann 10.000 Euro irgendwie an virtuellem Geld da. Sie haben eine Woche auch Echtzeit Aktienkurse und können da einfach mal das ausprobieren, wie das so funktioniert. Achten Sie immer auf Ihr Risiko, ganz, ganz wichtig. Egal, ob Sie CFDs oder sonst was handeln, wenn Sie an den Märkten traden, ist es immer mit Risiko verbunden. Und nur der wird langfristig überleben, der sein Risiko lernt zu kontrollieren. In dem Sinne, good trades, weiter viel Erfolg und bis später.